Großes tun. Diese Idee kam dem Pfarrer und Wasserdoktor Sebastian Kneipp vor 100 Jahren, als es ihm mal richtig schlecht ging, als er krank wurde. Daraufhin verordnete er sich Wasserkuren und heute sprechen wir von Kneippkuren, von der Kneippmedizin. Das ist heute unser Thema, darüber würden wir gerne Sie informieren und Sie auch einfach unterstützen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie von der Kneippkur stehen und Fragen einfach zu diesem Thema haben. Dann wollen wir hier mit Antworten parat. Pfarrhaus von Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen. Sie kennen sich sehr gut aus mit den Kneippkuren natürlich, aber auch mit der Biografie von Sebastian Kneipp. Ja. Was ist denn dem Sebastian Kneipp passiert? Die Therapie heute interessant, also präventiv natürlich, aber auch bei welchen Erkrankungen? Also präventiv haben Sie schon gesagt. Also die 5 Säulen der Kneippkur anschauen, denn das ist nicht nur Wasser als Element, als großes zentrales Element. Es gibt noch 4 weitere Säulen, die schauen wir uns an und beantworten Ihre Fragen dazu unter der 0180 229 1215. Und wir haben was Süßes für Sie in der ersten Stunde von ARD Buffet. Jörg Sackmann. Natürlich ist nicht beweisen. Gut, also es gibt Kaiserschmarrn souffliert ist. Genau. Jetzt, liebe Zuschauer, können Sie 250 Euro mindestens gewinnen. Dafür brauchen Sie eine Telefonnummer. Das ist die hier, die 0180 229 1245. Wir reden wieder in einem Dialekt. Und es ist, man muss auch so ein bisschen auf die Ernährung achten. Darüber ist mit den beiden sympathischen Quizmastern auch noch mal 250 Euro zu gewinnen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das sagt der Priester und Wasserdoktor Sebastian Kneipp bei uns. Das ist der Physiotherapeut Joachim Bohmhammel vom Sebastianum in Bad Wörishofen. Sebastian Kneipp, da wurde Joachim Bohmhammel einen Tag, das war jetzt natürlich nur für die Kamera eine Kneippkur. Das Problem mit Schweißfüßen und habe leider auch im privaten Bereich dadurch schon so manch unangenehme Situationen erlebt. Ich wollte einfach mal fragen, ob es da irgendwie mit Kneipp, ob man da irgendwie Abhilfe schaffen kann, dahingehend, dass man übermäßiges Schwitzen vielleicht in den Griff kriegen kann. Mhm. Man mit Wasser dann benetzt, oder? Mhm. Hier in dem. Wir können Sie deshalb, glaube ich, nicht verstehen, weil Sie die Lautstärke Ihres Fernsehers anhaben. Wenn Sie den Ton ausmachen, ist das super. Aha. Ja. Der Ton ist aus ja. am Fernseher? Hallo. Ich leide schon als Kind immer unter kalten. Hallo? Ja? Hallo, wir hören Sie. Jetzt ist er aus. Jetzt hören wir uns gar nicht? Hallo? Sie hören uns können wahrscheinlich nicht. Okay, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen weiter, Marge. Ja, also es waren 2 Abschnitte. Die erste ist teilweise schon beantwortet worden beim ersten Anrufer, und zwar die Frage der Thermoregulation, wobei ich das gegenteilige Problem habe. Ich kann nach einer Überdosis Cortison überhaupt nicht mehr schwitzen. Das heißt, wenn die Wärme dann kommt im Sommer, habe ich ein gewaltiges Problem. Und jetzt sagte der Herr schon, dass über Kneippanwendungen auch die Thermoregulation in der Haut wieder aktiviert werden kann. Also eben auch in dem Fall, wenn man gar nicht mehr schwitzt. Das war die eine Frage und die andere auch, wenn man in allen Abschnitten der Wirbelsäule Verschiebungen hat, eben es war auch eine Folge vom Übermaß an Cortison und noch einigen anderen Sachen, ob eben auch da bei Skoliosen, Hyperlordosen dergleichen Kneippanwendungen wieder unterstützen können, dass man irgendwie wieder in die Gänge kommen kann. Also wenn man hier auf so einen Wickel drauf vorbereiten, ich lege mal hier die Sachen mal so ein bisschen auf Seite.